Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion 4 gegen 4. Leider heute ohne Gigamercs. Die wurden abgelehnt. Das heißt, wir zocken einfach so. Ich glaube, der Champion ist einfach zu stark. Den nehme ich jetzt die ganze Zeit mit. Welcome to Nova. Ach du Kacke, die Ratten. Okay, die Gatling Gun hat den Debuff verloren. Das ist ganz normal. Könnte man mal austesten, auf jeden Fall. Habe ich irgendwas mit Mana? Nö. Außer die Rosse. Ich könnte die noch mitnehmen. Statt den dicken Kanonen. Dann ist es ganz gut ausgeglichen. Gefällt mir ganz gut. Nimbus und fertig. Zack. Drüben steht noch gar nichts. Da steht ein Grawl, Goldwerfer und Schleim. Gerade so noch den Berserker eingestellt. Ich schicke auf ein Seepferdchen und Katze. Okay. Gatling Gun. Schauen wir mal, wie die veränderte Gatling Gun sich so auswirkt. Ich habe die ja auch sowieso gerade nur einmal gespielt. In meinem Video hat man es gesehen. Da habe ich aber auch nur eine hingestellt oder so, weil ich die nicht so toll fand. Gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Gerade wenn die Debuff verloren haben, ist es vielleicht noch mal eine Stufe anders. Ich könnte den Champion auch auf die Gatling Gun packen, ne? Ich glaube, das mache ich. Einfach um zu sehen, ob ich das optimal rausholen kann. Ist das, glaube ich, keine schlechte Geschichte. Ja, es wird knapp. Oh. Kacke. Bei ihm ist aber auch knapp. Schafft er nicht. Gut, Mana Ross packe ich jetzt dazu. Gerade für die nächste Wave ist das super. Und dann mache ich hier hinten so ein paar Elementare dann noch dazu. Und wahrscheinlich dann rechts irgendwie so ein paar Ratten mit hin. Aber jetzt aktuell nicht. Jetzt macht es gar keinen Sinn, die Ratten hinzustellen, die sind am Anfang. Ja, wenn es wenig sind, ist es kacke. Aber so die Masse, die macht schon gut Schaden, wenn man fette Tanks hat vorne. Dann sind die gar nicht verkehrt. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen eher auf Worker. Oh, der hat es aber auch knapp geschafft, der Eiersack. Schafft er. Das werden wir ab. Schieb mal einen Robo rein. Fertig. Mehr mache ich hier nicht. Schneller angreift, je näher der Gegner ist.
Ja, ich probiere es einfach aus und dann sehen wir weiter, ob es sich lohnt oder ob es das zum letzten Mal gewesen ist. Ich habe auch in den Patch Notes gesehen, dass gesagt wurde, dass diese Gatling Gun die unbeliebteste Einheit ist, dass die am wenigsten von allen anderen Einheiten gebaut wird. So, schick einfach Robo mit rein. Kann man nichts verkehrt machen. Die Katze wird schnell abkacken. Ja. Haut schon hin. So, ein bisschen Verteidigung verstärken. Und dann geht's los. Ich krieg nicht mal noch ein Robo rein, Mensch. Dann lasse ich es einfach so, wie es ist. Okay, die Katze hat er schon gut verbessert. Die hält zu viel aus. Wird ordentlich hochgeheilt durch die Seepferdchen. Und wenn die maximal verbessert ist, heilt sie sich ja auch mit jedem Kill hoch. Das wird so die Strategie dahinter sein. So, wir könnten hier einfach so einen verbessern. Reicht genau aus vom Gold. Was geht denn hier ab? Da will die wahrscheinlich dann für. Ja, die kacken, wenn die abkacken, geben die doch was, oder? Ja, nur die Verbesserten. Nur die Verbesserten. Vielleicht ist das so seine Strategie. Also die nächsten Wellen sind nutzlos, dass ich da was schicke wegen der Katze, die da vorne steht. Und den heilenden Seepferdchen, die blocken da alles weg. Deswegen lasse ich einfach Auto. Werde den König auf die nächsten zwei Runden. Und mehr mache ich nicht. So, Gatling Gun. Champion Power. Hat aber eine gute Reichweite über das ganze Feld. Schaffe ich gerade so nicht. Nee, wurde auch nicht übernommen. Hat nicht gereicht. Mal ein bisschen mehr Worker. Ich halte ja ganz gut dagegen. Also alles kein Problem. Ja, aber so, ich habe so das Gefühl, dass die neuen Updates, die gekommen sind, gerade wenn die Early Game die Early Game Söldner so schwach sind, wie es halt aktuell ist, da ist Healing einfach viel zu stark. Gerade die Wüstenpilger und die
Die Seedrachen, die machen das Game schon wesentlich einfacher, wenn man die hat. Kommt dann an die Kanonenschütze nicht ran. Ach, ist nicht so schlimm. Ja, wird alles abgewehrt. Aber die steht ganz schön weit vorne im Vergleich zu dem Rest. Ah, schon mal noch einen. Kanonenschütze mit rein für nächste Runde. Damit die Katze abscheißt. Jetzt haben wir hier drüben mal so ein bisschen splitten. Mit ein paar Ratten. Oh, der hat irgendwas vor. Pack ich eisige Berührung hier nochmal auf den drauf. Sollte auf jeden Fall nicht schlecht sein. Wie sieht's aus? Ja. Die sind schon mal weg. Er hat auch eine Gatling Gun. Da sind die Fights gegen die Seetaran natürlich auch nicht so einfach, weil die noch viel Leben haben. Aber ich sollte durchkommen. Jawohl. So wollte ich das haben. Genauso werde ich jetzt hier auf der Wave nochmal schicken. Die Katze schnell abkackt. Dann wohl wahrscheinlich wieder viele Ratten. Klingern. Robo könnte ich mit schicke ich mit rein, damit die Seepferde, also Seedrachen, dann ein bisschen schneller down sind. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, so gefällt mir das. Hat er abgewehrt. Das hat er abgewehrt. So, 340 brauche ich für die Aufwertung. Ich werde mal rollen, gucken, was ich sonst so kriege. Ja, ein dicker Tank ist, glaube ich, nicht schlecht. Den Mudman mitzunehmen. Die Ratten lasse ich jetzt raus. Sind halt einfach drei da und gut. Und das Tor ist natürlich schön. Ich glaube, dann nehme ich das weg. Kanone kommt einfach nicht ran an die Fernkämpfer. Es kommen hier ganz viele Echsen. Damit ich diese scheiß Katze so gut wie es geht down kriege. Alter, ist die fett.
Mega fette Vulkankanone. Das hat schon was. Ich glaube, so viel kann ich gar nicht bauen, was ich mir hier vorgenommen habe. Er hat schon zwei verbesserte Vulkankanonen jetzt auf einmal stehen. Ja gut. Da bleibt mir nicht viel übrig. Okay, die sind gar nicht schlecht. Die sind gar nicht schlecht. Die Aufwertung ist halt übelst teuer. Aber ist schon stark. Muss man schon lassen. Schafft er nicht. Schafft er nicht. Warum bin ich ganz unten? Die haben alle wesentlich mehr Worker als ich. Ja, schon 40 Worker. Gerade er hier hat viel mehr Geld, gerade wahrscheinlich durch diese Zwergenbanker, hat ordentlich Geld dazu gekriegt. Deswegen hat er so viele Worker wie ich, aber 300, 400 mehr wäre hart. holy shit. Das sieht gar nicht gut aus. Einmal 200 mehr geschickt. Aber die Kanone hält noch gut dagegen. Ja, einer wird durchkommen. Aber nur einer zum Glück. Das geht noch. So. Ich glaube, die roten sind besser, ne? Ich lade jetzt einfach ein paar Worker auf. Ich muss aufholen. Es hängt auch immer so ein Stück dabei damit zusammen, was man auch geschickt bekommt, wie viel Geld der andere hat. Und wenn natürlich der zweitniedrigste auf mich irgendwas schickt, mit wenig Söldnerwert, dann kriege ich natürlich auch weniger Geld raus. Vollkommen klar. Vulkankanone ist schon strong. Ach, dieses mega dicke Ding steht einfach in der Mitte. So, jetzt muss ich mal nach Wasser aufbauen. Ja, einen kann ich noch hinstellen. Was ich mich immer gefragt habe, weil ich sehe immer nur, dass die Leute den roten bauen, weil der teurer ist. Oder woran liegt das? Weil wenn man hier schaut, hat der lila, ne, mehr DPS als der rote.
Wenn ihr das wisst, ob der rote oder der lila besser ist, schreibt es mal in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Weil aktuell habe ich da noch keine Informationen. Okay, hat doch die Drachen verkackt. Die dicke Kanone regelt alles. Deswegen werde ich einfach noch eine bauen. Das ist nur die Frage. Ich könnte hier drüben hinsetzen. Die Reichweite ist okay. Ich mache das lieber so. Dann kommt die auch schneller und besser an die Sachen ran. Gerade für die nächsten Wellen ist es natürlich unglaublich gut. Alles abgewehrt. Sehr gut, jetzt habe ich das Worker angeht auch ordentlich aufgeholt. Hat uns viele Drachen geschickt bekommen. Drachen und Kanonen. Da kommt noch ein Worker raus. So, dann werde ich hier mal mit einem Mudman bzw. mit einem Golem meine Verteidigung verstärken. Ach, ich habe schon 97 Worker, sehr gut. Ich habe mich schon wieder ein Stück weit nach oben gearbeitet. Mittlerweile kriegt er 7 Drachen von mir geschickt. Den Kraken, den Schamanen und eine Kanonenschützin. Er hat 840 von mir gekriegt. Okay, Aufprall ist eine gute Welle, na? So, das habe ich abgewehrt. Alles in Worker investiert, was ich hier kriegen kann. So, magischer Schaden. Die sind schon mal da. Ich könnte die auf jeden Fall aufwerten, die Tore. Beziehungsweise einfach noch mehr Tore hinstellen. Okay, das ist ein bisschen overbuild. Ich pack einfach mal noch Mana raus hin oder zwei. Und dann komme ich auch gut zurecht. Zeit zum Sammeln. Ah,
Der wehrt das alles ab, na? Mit seinem Heals die ganze Zeit. Ich hol jetzt keine Worker mehr, ich hab genug. Ich werde jetzt nur noch aufwerten. Das ist aber auch ein riesen Gerät hier. Not enough gold. Eine packe ich noch mit hin, so. Habe ich mega viele Tore stehen. Die sollten erstmal für die nächsten Wellen gut halten. Vulkankanonen kann ich dann noch aufwerten. Golems. Sieht gut aus. Ja, einfach eine Masse an Einheiten dann noch hinten dran kommen durch die Tore. Ja, gar kein Problem. Jetzt werde ich die beiden noch auf. Den Nimbus, den ich hier habe, stelle noch einen hin. Den werte ich auf und dann ist Schluss. Ich glaube, wir können theoretisch schon auf 21 schicken. Wir haben relativ früh angefangen zu sammeln. Ich bin etwas drunter. Der hat 3000 mehr. Für weniger Worker gebaut. Müssen wir mal schauen. Ja, 22 klingt gut, weil die haben jetzt erst angefangen zu sammeln. Da haben wir schon ein bisschen viel. Das können wir hier ganz gut halten. Zack. Stelle ich einfach noch so ein Tor hin. Kann ich jetzt aufwerten? Nein, kann ich nicht. So. Dann haben wir es doch optimal ausgenutzt. Außer die scheiß Ratten ist hier alles aufgewertet. 9 Tore stehen da, 8 normale und ein verbessertes. Da kommen gute Einheiten raus. So, mal gucken. Er hat dort eine Menge stehen. Erstmal so. Und dann wahrscheinlich Stichler schicken. Das ist ein guter Plan. Und den Schaman. Einfach noch 2 Nimbusse hin. Um das Gold optimal auszunutzen. 380 kriege ich noch zusammen. Er hat übelst viel Heal, ne? Das muss reichen. Übelst viel geschickt. Haufen Kraken. Ich habe ihm 4040 geschickt.
Die Stichler war eine gute Entscheidung, sind die ganzen Berserker abgekackt. Jawohl, ich bin durch. Meine Tore halten noch einen Moment. Wenn auch nicht lange, aber es sollte ausreichen. Ja. Holy shit, da kommen sie alle an. Die gehen zuerst down. Das ist immer so der Showdown. Sehr gut. Victory. Vulkankanone war gar nicht schlecht, muss ich sagen. MVP, jawohl. Sehr gut. Es war eine weitere Runde Legion 4 gegen 4. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.